Willkommen zu einer weiteren Einheit in diesem SPSS-Kurs. Dieses Mal möchte ich erklären, wie ich mit Hilfe der R-Essentials für SPSS hingehen kann und eine Kerndichte-Schätzung durchführen kann. Zunächst erstmal R-Essentials. Das ist so eine Art Add-on oder Plugin für SPSS, was uns erlaubt, zusätzliche Funktionen und Methoden zu nutzen. Falls Sie da noch nie was von gehört haben, schauen Sie am besten kurz hier in die erste Unit dieses Abschnitts. Da erkläre ich genau nochmal im Detail, worum handelt es sich und viel wichtiger, wo finde ich diese R-Essentials, wie kann ich die installieren und wie kann ich mir neue Funktionen freischalten. Ich gehe jetzt an der Stelle erstmal von aus, dass Sie das bereits schon haben. Und dann kann ich jetzt auch mal motivieren, was mache ich eigentlich bei der Kerndichte-Schätzung. Das heißt, wenn ich sonst hingehen würde und etwas über die Verteilung einer Variablen herausfinden möchte, würde ich normalerweise hingehen, Häufigkeiten, dann wähle ich die Variable aus, zum Beispiel hier die Größe, ich mache das Häufigkeitstabellen weg, klicke dann auf Diagramme und lasse mir zum Beispiel ein Histogramm anzeigen. Klicke weiter, kriege dann zum Beispiel hier so etwas für die Verteilung. Jetzt hat dann natürlich das Histogramm den Nachteil, und das ist es ja auch eigentlich von der Sache, ich habe hier diskrete Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir jetzt mal unterstellen würden, dem Ganzen liegt eine stetige Verteilung zugrunde und ich möchte eine Schätzung haben, wie diese stetige Verteilung denn wahrscheinlich aussehen wird, das ist der Punkt, wo die Kerndichte-Schätzung sinnvoll angewendet werden kann. Das heißt, ich kann hier auf den Punkt gehen, geglättete Verteilungen anpassen. Hier unten der Teil. Das ist jetzt nicht wirklich der Name dessen, was ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, aber das ist das, wie SPSS halt Bezug darauf nimmt. Klick da drauf. Dann wähle ich hier die Variablen aus, für die ich jetzt meine Verteilung schätzen möchte, also meinen Kerndichte-Schätzer bestimmen möchte. Nämlich wieder, wie vorher auch, die Größe. Dann kann ich hier angeben, etwas, das nennt sich Glättungskern. Das heißt, welcher Verteilung soll das in etwa folgen? Wenn ich zum Beispiel vermuten könnte, dass es normal verteilt ist, kann ich Gauss oder Epanetschnikow wählen. Wenn ich jetzt andere Vermutungen habe, könnte ich auch andere Verteilungen wählen. Das ist aber meistens so die Standardannahme, die ich hier voraussetze. Einer von den beiden. Ich kann hier sagen, wie viele Punkte er jetzt genau schätzen soll. Also wenn ich das etwas detaillierter haben möchte, könnte ich hier mehr angeben. Und ob ich das Ganze jetzt von der Bandbreite noch anpassen möchte. Das heißt, wie genau soll das Ganze sein? Das würde ich jetzt aber auch bei 1 stehen lassen und 512 Punkte ist auch mehr als genug. Das heißt, hier kann ich einfach auf OK klicken. Brauche ein paar Momente. Gibt da mal oben erstmal ein paar Informationen über die Verteilung an sich. Und hier habe ich jetzt meine Verteilungsschätzung. Und dann sehe ich, ganz so falsch ist die Annahme einer Normalverteilung hier nicht. Ich habe nur hier an dieser Stelle ein bisschen ein Problem. Das heißt, hier würde ich es eher unterschätzen. Ja, und das wäre dann auch schon das, was ich hier als geschätzte Dichtefunktion habe. Beziehungsweise das ist dann das Ergebnis meiner Kerndichte-Schätzung. Und hiermit kann ich zum Beispiel prüfen, inwieweit ich zum Beispiel hier jetzt eine eingipfelige Verteilung habe oder zum Beispiel auch eine mehrgipfelige. Inwieweit das jetzt eher symmetrisch oder eher unsymmetrisch ist. Hier sehe ich, das ist dann doch ein bisschen unsymmetrischer. Weil hier der Teil etwas dicker ist als auf der linken Seite. Was ich auch sehe, dafür führe ich das Ganze jetzt mal mit einer anderen Variable aus, bei Größe kann ich mehr oder weniger annehmen, dass es stetig ist. Wenn ich jetzt aber meine Zufriedenheit schätzen lasse, die hat zwar Ausprägung von 1 bis 7, ist aber durchaus diskret. Klicke ich hier auf OK, sehe ich an der Stelle direkt, dass er hier ein Problem hat, einen stetigen Zusammenhang herzustellen. Das heißt, hier würde ich entweder vermuten, ich habe jetzt eine sechsgipfelige Verteilung, was sehr, sehr selten vorkommt, oder es ist ein Anzeichen, dass es wirklich eher
diskret ist und auch entsprechend diskret zu handhaben ist. Es liegt natürlich auch daran, dass ich hier nur 6 mögliche Werte habe, die vorkommen, während ich bei meiner Größe wesentlich mehr Werte habe, die möglich sind. Ja, und das wäre es dann auch schon von dem, was ich zum Thema Kerndichte-Schätzung erzählen wollte. Wenn Sie weitere Inhalte zum Thema SPSS sehen wollen, werfen Sie auch einen Blick in den Rest dieses Kurses oder schauen Sie sich die entsprechend zugehörige Playlist an. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.